Und du musst jetzt dich komplett knallhart in einen Zustand der Wirklichkeit, der Fakten, der wirklich überprüfbaren Fakten bewegen, nicht diese Spinnereien, um das zu verstehen, was du bist. Da nützt dir nicht, ich glaube, in Blau geschrieben. Das ist immer nur für mich. Ob ein anderer das auch so sieht, nicht einmal da davon den Kopf zu bringen. Ich muss mir nur bewusst werden, was für mich ist. Und selbst was dann Schmerz ist oder nicht Schmerz ist, du statt Schmerz setzt Geschmack. Und dann schau mal, wie unterschiedlich einen in die Augen rollen vor Hochgenuss und die anderen haben einen tiefen Ekel. Oder dann mein Beispiel wieder mit dem Hühnerei, mit den halb angebrüteten, wo du dir selber bewusst machen kannst, du isst das rohe Ei, achtest nur auf den Geschmack, isst dieses halb ausgebrütete Ei und du wirst dir eingestehen müssen, es ist im Großen und Ganzen, schmeckt das genauso. Aber das Bild, es verschiebt dich, deine Empfindungsvermögen, die Konsistenz, verschiebt dir das dermaßen und dir kannst dir nur bewusst werden, das ist jetzt wohlgemerkt Schwamminhalt. Wir reden jetzt nicht von der Struktur, wo ich sage, Aussehen, das ist einmal eine Ebene, dass du rein theoretisch, wenn du sagst, wenn du loslassen kannst, kannst du es komplett umwenden. Aber es ist irgendwas da, was mich hindert. Und ich sage, lerne loslassen. Den inneren Schweinehund überprüfen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wenn du das versuchst, wer. Ist es nicht Ego, das den inneren Schweinehund überwinden will? Ja, auch das ist kommt Ego. Dazu. Das ist immer wieder den beiden in den eigenen Augen. Okay, zieh zuerst, weil auch sobald ich mich verändern will, es ist irgendwann einmal, du merkst, wie du dich drehst. Wenn ich was nicht haben will, mache ich was verkehrt. Wenn ich es haben will, einseitig mache ich was verkehrt. Du stehst irgendwann total zerrissen in der Luft. Ich sage, und dann kommst du in den Punkt und sagst dir, Ude, mal wieder, ich will in keinster Weise euch irgendwie, ich will euch verwirren. Absolut, die ersten Sachen will ich euch verwirren, weil erst wenn ihr verwirrt seid, könnt ihr euch neu sortieren. Und jetzt mache ich eine schöne Metapher, ihr kennt doch diese Klettbänder. Ja. Pass auf, ihr seid zurzeit, ihr steht absolut felsenfest auf dem Grund eurer Logik. Das ist der Boden und das Klettband. Und jetzt ist es, bewegt euch einmal. Was ich jetzt zuerst mache im Holofeeling, wenn einer sagt, so eine Scheiße, so ein Krampf, ich reiße euch zuerst einmal raus und jetzt hängt ihr total verwirrt in der Luft. Jetzt könnt ihr euch orientieren, neu, ganz leicht. Aber irgendwann fallt ihr wieder runter. Und wenn ich euch rausreiße und ihr seid, bleibt oben gleich, weil ihr euch nicht verändern wollt, wenn ihr euch verändern könnt, dann wirst du runterfallen und wieder dasselbe Arschloch sein nach dem Vortrag wie vorher. Wenn ich euch rausreiche und jetzt da oben euch etwas beweglicher mache, das passiert, weil ihr meine Gedankengänge, die ich in euch gerne auflöse, oder Warnung lesen, wir lassen uns jetzt Gedanken, geht, macht diesen Gedankengang, sagt das Buch zu dir, dass ich dir jetzt denken lasse, wir wollen nichts verändern, wir schauen bloß einmal, was du denken kannst. Und du lässt dich drauf ein, dann ist der Zustand erreicht, wenn du das Buch zuklappst, fällst du natürlich wieder runter und wenn du das nicht bereit bist, wirklich mitzugehen, was ich dir denken lasse, sondern zwar das denkst, aber immer noch festhältst an deinen Sichtweisen. Was ist das für ein Arsch? Der hat ja nichts begriffen. Dann bist du ja nicht mitgegangen. Dann fällst du wieder runter, du klappst das Buch zu, bist du selber Idiot wie vorher. Macht das auch einen Sinn? Ja, das macht Sinn. Und das ist eigentlich so, du musst in einen Zustand kommen, wo du beweglich wirst. Dass ich sage, ich bin einmal absolut tolerant. Darum sage ich, wir wollen denktechnisch uns bewusst machen, was hier und jetzt wirklich ist. Was wirklich, wirklich ist hier und jetzt. Und alles, was wir nicht überprüfen können, wenn uns einer was erzählt, halten wir für möglich. Egal was, mögen uns mit unserer Logik die Haare noch so zum Berge stehen, wir halten es für möglich. Das heißt, das ist die Toleranz gegenüber jeder anderen Meinung, wo ich sage, ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn zum Beispiel einer sagt, ich wurde von 80 cm grünen Mastmännchen entführt, gibt es ja solche Leute, jetzt denken wir uns zumindest aus. Gibt es die auch, wenn wir sie nicht denken, aber du weißt, was ich meine. Meine Logik sagt so ein Spinner, aber ich halte es für möglich, ich habe eine absolute Toleranz gegenüber alle Meinungen, aber letztendlich werde ich nur das einzugeben, was ich auch überprüfen kann. Wobei auch, wenn du mal in gewissem Maß Holofeeling verstanden hast, stellt sich immer mal die Frage, weil wenn du im Jetzt bist, wirklich alles wegfällt. Es wird zu unendlich leicht. Ich finde es gut, weil das habe ich mir auch angewöhnt. Es ist möglich. Einfach das offen lassen. Wenn du beobachtest, Helga, kriegst du sehr schnell mit, wo ich sage, es sind wirklich nur die Computerprogramme, wenn du ein Spiel, ein Videogame spielst, egal, gibt es ja verschiedene Arten, und du analysierst definitiv die KIs, wie die funktionieren. Ja. Und das ist dann bei den neuen Spielen nicht nur die Qualität der Optik, die Bildqualität hat sich extrem weiterentwickelt,
allen, wo man schön sieht, ist bei Fußballspielen zum Beispiel, wo ich sage, die sind nahezu fotorealistisch. Wenn du oberflächlich hinschaust, die Bewegungsabläufe, müsst wirklich, mach dir mal den Spaß. Und wenn irgendwie bestimmt auf YouTube oder was, wir können ja dann nochmal schnell einschalten. Und dann macht man 2013 oder was, auf YouTube sind bestimmt irgendwelche Ausschnitte. Und dann tut dich haut es dermaßen weg, wenn die Tore schießen oder Spiele machen. Das ist so echt, die Beispiele, wenn die schießen, die Bewegungsabläufe der Fußballer, das sind ja nur Formeln, das sind nur Iterationszahlen, dass das so echt ist und natürlich ist, im Detail. Jetzt nicht nur von der Bildqualität, sondern auch von den Bewegungsabläufen. Und dass du eigentlich sagst, da passiert nichts, es ist nur Matrix. Dass dir das immer mehr bewusst wird, dieser Programmierungsaufwand. Und dann hast du zum Beispiel, das ja, die eine Seite ist nur die Darstellung und die Bewegungsabläufe. Das ist ja mittlerweile das kleinere Problem, wo die permanent, und gibt es immer 2010, 2011, die verfallen an der Spielerdynamik, die Möglichkeiten, das Spielen selber, die Intelligenz, wie die mitlaufen, kann ich hochschießen, flach, das musst du alles steuern. Dann, wie kann ich das intelligent machen? Weil der Spieler steuert ja, der Spieler des Videospiels steuert ja den Spieler auf dem Fußballplatz, dass das intuitiv geht. Und es ist ganz verrückt jetzt zum Beispiel, wenn du so Fußball nimmst, wenn du nicht ganz doof bist. Das ist, du kannst eigentlich schon nach 5 Minuten in einem gewissen Maß spielen, wobei du bei Weiden nicht kicken und austricksen und so die Sachen, weil das muss intuitiv sein. Dass einer, der das in der Hand hat, und wenn du jetzt ein Kind anschaust, das das spielt, das ist gar nicht da. Ich nenne das, pass auf, wir gehen jetzt einmal als Beobachter hin und ich nenne das jetzt einfach mal ein Mensch. Da sitzt ein Mensch, der ist vollkommen selbstvergessen. Mhm. Wieso? Pass auf, du siehst immer so. Einfach nur rumdatteln nennt man das. Das heißt, das, was er ist, existiert in dem Moment nicht, weil er ja glaubt, er ist der in dieser Matrix. Und was jetzt er eigentlich ist, ist ein reines Werte- und Reaktionsschema. Er ist der in der Matrix, er wird mit Situationen konfrontiert und es ist wie eine Maschine. Das ist, du siehst, wenn wir das Bild anschauen, spielt er noch Fußball. Aber du merkst jetzt, was der macht, ist eigentlich ein Programm, ein reiner Werte-Reaktionsmechanismus, der genauso funktioniert wie in anderen KIs, wo keiner außen steht, die schon auch die Dinger gleich sind. Und erst wenn du das dir bewusst machst, wird dir bewusst, wie tief diese Metapher der Spiele sind, wieso ich das immer wieder bringe. Die sind in deinem Traum, habe ich die nicht jetzt auch wieder programmiert, um Zeitvertreib zu machen, sondern jetzt ist dein Geist auf einer Entwicklungsstufe, wo du mit diesen Bildern verstehen kannst, wie du wirklich funktionierst. Das hätte ich vor 400 Jahren auch immer wieder. Erinnert an den Satz, Jesus ist 1000-mal mehr wie Buddha und ich sage, UB ist 1000-mal mehr wie der Jesus. Und es sagt nicht eine Hybris in Bezug auf den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, obwohl du bloß einen Lautsprecher zuhörst. Wo ist der Udo jetzt in dem Moment? Der ist hier und jetzt in deinem Kopf ein Gedanke und du hörst jetzt diese Aufnahme an und du meinst, irgendwann einmal in der Vergangenheit wurde hier in Chemnitz diese Aufnahme gemacht. Ich schwöre dir, die wird jetzt gemacht und du hörst es jetzt an. Und je nachdem, was du zurzeit für eine Position hier und jetzt in deinem Geist dir ausdenkst, wirst du das Empfinden haben, ich sitze jetzt vor dem Udo und ich höre den Udo zu oder der hat irgendwie irgendwelchen Leuten in der Vergangenheit was erzählt. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Schau zuerst einmal, was jetzt wirklich ist. Du kannst dir jetzt bewusst machen, was jetzt real da ist und was du dir darüber hinaus ausdenkst. Du kannst natürlich jetzt auch das Empfinden haben, dass jetzt der Udo real vor dir sitzt. Und dass du vielleicht einmal irgendwann in der Zukunft das Band anhörst. Bist du jetzt der, der vom Udo sitzt oder der, der das Band anhört? Und dann wirst du feststellen vielleicht, dass du sagst, beides. Weil ich würde jetzt jederzeit beschwören, dass ich jetzt den Udo live zuhöre. Aber kannst du jetzt nicht auch beschwören, dass du jetzt einfach nur eine Aufnahme anhörst vom Udo? Und wenn du jetzt der Geist bist, mit dem ich jetzt spreche, dann wirst du dir eingestehen, dass beides gleichzeitig der Fall ist. Ja. Ja. Das ist das, was ist. Punkt. Jetzt mal raus. Und jetzt fällt die Zeit und alles fällt in einem Punkt zusammen. Gut. Wenn du, ich sag zu André immer, gewöhnliches Etwas. Was jetzt interessant ist, ihr Lebensabschnittsgefährte heißt ja Matthias. Jetzt ist es in einem Sanskrit, wenn du jetzt das Wörterbuch holst, Sanskrit, Deutsch, vom langen Scheit, wirst du feststellen, wenn du Matt anschaust, wenn du das aufschlägst, da steht Quirl. Ah. Ja, Moment, ich lege es zu. Jetzt ist immer, wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Das griechische Wort Mathe ist ja bekanntermaßen das gelernte Wissen. Klingt gleich, muss irgendwas miteinander zu tun haben.
Das Quirl ist aber eine Eindeutschung, da haben wir gesagt, das Sanskrit-Deutsch ist ja nur so ein kleines Buch und was man nochmal kriegt im Hintergrund ist ein achtbändiges Sanskrit-Wort mit acht Bänden, mit unendlich vielen Wörtern, da wird es dann genauer erklärt. Mat heißt eigentlich nicht Quirl, sondern da steht hier, das beschreibt im Sanskrit den Vorgang, dass du mit einem Feuerholz Feuer reibst und darum heißt denn Mathe eigentlich heißt Reiben. Wir schreiben mal hier dieses Rei hin. Reiben. Okay? Muss ich euch alle erklären, ist euch auch klar, was das bedeutet. Das heißt dazu durch Quirlen Feuer erzeugen. Feuer ist in die Facetten, sind euer. Jetzt machen wir einen Sprung. Wer weiß von euch, was Christus bedeutet? Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Das griechische Wort Christus. Christus, Christus, Christus. Was heißt Christus in einem altgriechischen Wörterbuch? Oh, oh Gott. Also was auf allgemein bekannt als der Gesalbte, wobei Christus, das ursprüngliche griechische Wort Christus, heißt nicht der Gesalbte, sondern das eigentliche Wort heißt noch einbleiben, wenn ich das selber sage. Das ist, das heißt eigentlich Christus. Und du merkst es immer wieder. Einreiben. Jetzt kann man das Ein natürlich wieder als Quelle. Die Quelle ist eine gespiegelte polare Existenz. Und die polare Existenz passiert jetzt, wenn du nicht die Heiligkeit anstrebst, sondern ich sage jetzt mal hier, du hast die falschen Ziele. Es taucht in dir Kranksein auf. Und du willst ja immer das, was du nicht willst. Also setzt du Energie drauf, gesund zu werden. Und wenn du gesund bist, ob du willst oder nicht, wirst du wieder, weil du nicht die Mitte suchst, sondern permanent mit deinem Wollen dich selber in Bewegung setzt, mit deinem gelernten Wissen einer einseitigen Zielsetzung. So entsteht aber auch das Gefühl von Leben in dir. Merkst du, dass jetzt in Worte im Hintergrund eigentlich riesen, wieder geistreiche Metaphern, symbolische Bilder sind und all das ganze Zeug ist bloß da, dass du immer mehr verstehen kannst, wie du funktionierst und was du dann eigentlich letzten Endes selbst bist. Jetzt kannst du ausmachen. Und das Haar dort? Wir können den Quirl natürlich, hast du auch die Keule, was für ein Haar? Da, links. In dem Kreis, in dem Kleinen. Ah, das habe ich nur gemacht, pass auf, das muss jetzt nicht, das ist im Hebräischen, im griechischen Buchstaben, die kleinen Buchstaben, ist je nachdem, in was für eine Altersstufe ins Altgriechische reingeht, das ist ein griechisches T. In manchen Wörterbüchern wird es aber auch so oder so geschrieben. Aha. Wenn du schaust, das sind alles, das ist die 9 als Kleinbuchstabe. Großbuchstabe, das ist also hier so und das jetzt hier so oder mit einem H dann als groß, das ist es praktisch die 9 oder das T. Das habe ich nur drunter gemacht, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Das hängt davon ab, was für einen Schriftsatz du hast. Ne? Aber das ist das T. T, T. Das ist nur ein Schriftsatz. Ausdrückt, dass um dich herum eine, ich benutze mal das Wort, eine freudige, energiegeladene, günstige Stimmung ist. Jetzt sag mal, du fühlst richtig einmal, wieso auch immer total scheiße und deprimiert, bist schlecht drauf. Wir machen genau in dem Moment ein Horoskop mit dieser Maschine. Aber ich habe einen alten Computer übrigens noch drauf gehabt. Jetzt in den 9 habe ich das Programm nochmal aufgespielt, weil es Bipifax. Du wirst gleich merken, wieso. Dann wirst du feststellen, wenn wir in dem Moment ein Horoskop machen, was ja die Maschine nicht weiß, wie du dich fühlst, wir geben nur dein Radigsein und das Jetzt ein. Du findest dich scheiße und dann wirst du feststellen, dass deine riesen energiegeladene, ich sage immer, Unzufriedenheit ist Energie. Eine Spannung, aber die ziemlich offen ist, ein nicht, wie geht's weiter und Unzufriedenheit ist immer Energie. Darum sage ich ganz definitiv, die ich liebe, die strafe und züchtige ich. Weil denen schlecht geht, die setzen sich in Bewegung, wollen was verändern, denen es gut geht. Ist ja nicht schlecht, wenn es dir gut geht, die haben aber Stillstand. Weil die sind ja zufrieden mit dem, was ist. Und du musst beide Zustände gleichzeitig haben. Du musst mit dem, was ist, zufrieden sein und trotzdem wachsen. Du wächst am besten, wenn du mit dir zufrieden bist, was ist. Und jetzt pass auf, das wird funktionieren. Genau.
auch jeder Astrologe, was gute Astrologen sind, und es gibt viele gute Astrologen, die werden dir das bestätigen, die haben die Erfahrung in Jahrzehnten, dass die einfach sagen, es stimmt einfach immer. Aber jetzt komme ich und drehe das alles auf den Kopf. Ich will jetzt das ins Lächerliche ziehen, ohne das ins Lächerliche zu ziehen. Übrigens, wenn du jetzt dasselbe, wenn du da drauf bist und ich lasse dir einen Karte ziehen oder mir legen irgendeine Tarot, dann werden die Tarotkarten oder das Ihnen das aussagen. Und wenn es dir scheiße geht, werden die Tarotkarten oder das Ihnen das aussagen. Ja. Jetzt pass auf, aber wo das Problem liegt. Du drehst wieder die Kausalität um. Um das alles klar zu machen. Pass auf, wenn du jetzt scheiße drauf bist, Helga. Und du gehst zu einem Astrologen und lässt dir ein Momenthoroskop geben und die sagt dir das. Oder ich gehe an den Computer und schaue, was sagen die Sterne. Muss ich mir ja nicht wundern, dass ich scheiße drauf bin. Wie kann man so eine Konstellation nehmen? Verstehst du? Muss ich mich ja nicht wundern. Du drehst die Konstellation. Jetzt pass auf, ich mache es ganz einfach. Diese definitorische Systeme sind Spiegel des Moments. Egal, ob du Karten ziehst, und ich sage, es geht zum Beispiel, dass jeder Moment, wenn du spazieren gehst und was anschaust, die Welt spricht mit dir, weil die Welt ein Spiegelbild deines momentanen Charakters ist. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Lächerliche, was eigentlich das auf den Punkt trifft. Astrologie ist vollkommen sinnlos, wenn du Astrologie betreibst, um dir die Zukunft vorauszusagen, weil sie eben morgen sehen, da gibt es kein Freude. Astrologie als Charakteranalyse, als Selbsterkenntnis ist nur für den sinnvoll, der sich extrem mit Symbolik zusammensetzt und einer, der hingeht, wenn einer die Wahrheit sagt, wenn du ein Arschloch bist, geht die Ewan-Geschichte, sagt er, das ist verkehrt. Dann ist es verkehrt. Ja. Und jetzt pass auf, wenn du scheiße drauf bist, Helga, jetzt frage ich dich ganz einfach, wenn du scheiße drauf bist, betrachte das Horoskop, das für diesen Moment erstellt wird, wie ein Spiegelbild. Musst du dich dann vor den Spiegel hinstellen, um im Spiegel zu überprüfen, ob du scheiße drauf bist? Das meiste du auch ohne den Spiegel. Merke ich ja. Und wenn du gut drauf bist und dich freust, musst du in den Spiegel reinschauen, um festzustellen, lache ich jetzt oder lache ich nicht. Und das ist es, darum brauchst du das gar nicht. Schau doch einfach dich an und dann weißt du, wie das um dich herum ist, weil die Welt um dich herum ist dein Spiegelbild. Und da oben im Himmel ist nichts. Also kannst du das komplett sparen, wenn du das einmal verstanden hast. Ja. Und Sachen, wo sich Leute dann über Jahrzehnte beschäftigen, was nie sagt, immer wieder, war absolut, was ich gemacht habe. Für mich immer mehr, war alles möglich. Geht dir am Arsch, also sagt, alles, was du sagst, ist aber die Fähigkeit zu sagen, jetzt ist es abgehockt, verstanden, weg, das Platz ist für was Neues. Auch hier muss man loslassen können. Jetzt habe ich das Prinzip durchschaut, abgehockt, weg. Hat es eigentlich in der DDR, nicht dass ich jetzt wollte, hat es da sowas Ähnliches wie Matschi auch gegeben? Maggi? Maggi, ja. Was auch, was viele nicht wissen, dass das Maggi ja gar nicht Maggi heißt, sondern Matschi. Ja. Das heißt Matschi. Maggi, das ist ja das Maggi-Glas, das Lippstöckel, ne? Lippstöckel ist zum Gartenwechseln. Da ist ein Maggi. Bino oder so, das heißt Bino oder so. Ja, stimmt das auch. Ist Schweizer, der Schweizer, der Name. Der Erfinder dieser Tinktur heißt Matschi, das ist der Schweizer Name. Ja, Matschi. Das GG sprechen die Qi aus. Qi ist ja wieder Leben. Dein Leben basiert in Gag. Ja. Schmeckig. Die Spanier, wenn du Spanier bist, die sprechen kaum. Gaffer, könnt ihr nehmen, Gaffer. Die Spanier ist so ganz eine ganz schludrige Sprache. Und dann mit die Ecke Silbermilli waren bei den Spaniern. Alle in der Truppe, warst du nicht dabei, wo ich das gesagt habe? Voll. Lucia, Lucia, warum hast du mich verlassen? Weil du mich immer so anspuckst, du Sau. Krass, ja. Aber ich sage, wenn du jetzt so in den Kreisen um die Spanier dann verstehst und dann sagt man solche Sachen, sofort lachen die Leute los und jetzt setzt einfach einen normalen Menschen rein und der kommt überhaupt nicht mit und kann mir doch Deutsch reden. Der meint, mir haben getrunken. Und jetzt sind aber deutlich angewaschen. Die agieren mit der Sprache anders. Das ist ein Erkenntnis. Roten, mehr. Das ist schon. Das sind so Sachen, was bei uns hauptsächlich gibt. Immer was gibt es noch? Salate, Nudeln, so Suppen. Das ist nicht Bauch.
Oder es gibt doch so ein, ich bin schuld, Riesenschrift. Ja, genau. Ich denke, für die machen ja Geschenkartikel in Wien. Das ist auch so schön, aber ich sage doch, ich sitze der Firma, also für die Eltern, ja, bei den Eltern, von Ritters an der Dione in Wien. Da sitze ich so, da habe ich so einen Mager. Und die machen das erste Mal, die haben einen Generalvertrieb von einer großen Firma und machen nebenher so kleine Werbe, auch T-Shirts drin und was man geschickt haben. Schön dann Kubit drauf, ein schwarzes T-Shirt in Gold, Ausstellungsstück. Aber die nicht Unsinn. Jetzt sitze ich beim Skypen und halte ich hier so einen Marker hin und sage, kennst du das? Und dann muss sie lachen, weil nämlich sie die Generalvertrieb von die Stählermaler haben. Die Farbstifte. Und der große Witz ist, das ist die Wörtling Weißenburg gemacht. Die Wörtling Weißenburg, die überall laufen. Die Wörtling Weißenburg gebaut, die Stifte, die Mager. Und den, ihr Vater hat in Österreich den Generalvertreter dieser Firma. So, das ist ein schöner Zufall. Kein Witz. Weil sie lachen musste. Das ist auch die Kinder vertreiben, die haben dabei bei dieser Firma in ihrem Vater arbeitet. Mit zwei zufällig werden diese Farbmarkierungsstifte, die Sachen weiß, muss machen, dass sie in Österreich verdienen kommen, als ihre Eltern. Mhm. Du hast doch gestern gesagt, du hast deine Ernährung umgestellt, ne? Du, ganz einfach. Das war einfach das Erste, weil ich sage, jetzt ist jetzt genug, jetzt will ich wieder. Ja. Leichter, wenn man eigentlich was mit aufgelegt hat, wollen wir das laufen. Wo ich 200, 300 Meter, das ist einfach, es wird schwer, was mich witzig aufgeregt hat. Nur wenn ich sitze, wenn jemand stoß, ja, kriege ich es halt mit. Aber wenn ich einmal raus musste, muss man Schuhe anbieten. Und ich habe gegründet, es war unheimlich viel Tauch zwischen meine Beine. Guck mal, den auch wohl sehen. Das ist ein Zeh. Ja, manche wollen auch, der Gute ist jung, aber ich habe viele im Alter, das ist ein, so ein Segen. Ich wenn schon was anschauen, weil ich, Leute, ich rede mir jetzt selbst kokettieren. Das schönste Beispiel ist ja mein Marion. Die, wo ich immer wieder sage, dass du meinst, Menschen haben so eine verzerrte Selbstwahrnehmung, dass hier alle Hausmeister sagt, jetzt darfst du aber deiner Frau mal was zum Essen geben hier. Wieso, wie du hast so was Kleines? Du kennst meine Frau nicht, oder? Die ist auch zwar nicht so klein ganz wie du, aber von der Figur ist auch so was ganz sie oder dich, weil mir, die ist ja Kampfsau. Die ist jeden Tag, anderthalb Stunden abends macht ihr Training, geht sie über Handtraining. Wenn Leute kommen hier, wo er drin sitzt, macht sie Windzüge, und dann sagt die, bisschen macht die, ich weiß nicht, also normalerweise 100 oder 150 am Tag, die wiegt ja nichts. Und dann macht die mal hier Muskeln und so. Und sie, hat, sie ist fett. Ich sage immer, ich will gar nicht mit dir diskutieren. Das ist ja der Wahnsinn, oder was? Das ist der absolute Wahnsinn. Sie ist für sie sehr fett. Und am Anfang meinte ich, du bist blöd, aber jetzt kommen wieder die Perspektiven. Es ist wirklich, und empfinden sie, glaubt, sie ist fett. Und jetzt ist ja nicht, dass sie magersüchtig ist, aber ich sage, wenn man jetzt die klassischen Tabellen der Gewichte nimmt, ist sie noch im Idealgewicht, aber ganz an der unteren Grenze zur Magersucht. Also nicht, dass ihr magersüchtig ist, ihr seid sehr sportlich, du warst sportlich, also sie macht davon und die macht hier anderthalb Stunden Training, Lügestütze, glaube ich auch 100 Stück, was sie rumpumpt und dann hat sie übrigens nicht schon immer gehabt, aber das ist so, wo sie hier steht. Und das ist immer wieder, was geht, die Selbstwahrnehmung. Ja, ja. Ist, du stehst neben mir, dass jetzt auch, ich merke am Anfang, ja, wenn ich jetzt das sage, ich kokettiere. Und ich sage, kokettieren meine ich nicht in Form von schön, ich mache mich über mich selber lustig. Und ich habe früher, wie ich fett war, was man so wascht, und dann habe ich ja hier eine Zeit lang, wenn wir auf Mauritius waren, das war aber vorher schon, das war zwei Jahre bevor ich richtig zugelegt habe, ich weiß nicht, ob ihr das Butterbild kennt, wo ich mit der Schildkröte. Oh, das muss ich fast bei mir, ja, das ist, wenn es sein sollte, da habe ich nämlich mit den Fans, wo wir auf Mauritius waren, und da war ich in, dann ist Buddha, und dann ist der Buddha mit so einem großen Bauch, Buddha-Figur, und dann stelle ich mich daneben hin,
Und dann habe ich ja mit der 43 der Beweis, du hast das doch, der Beweis, Jesus ist Buddha, was ja mit den Zahlen werden. Also wo ich hier 72, pass auf, ich mache 72 Beweise, dass Jesus Buddha ist, und dann mache ich nur so Wörter mit zwei, mit dem Gesamtwert. Und dann kommt hier ganz am Ende, kommt dann hier ein Foto, wo der Buddha ist mit dem Bauch und ich stelle mich daneben hin. Du hast das Gericht, die hast du geschickt. Das habe ich eigentlich ein wenig mehr. Die Andrea hat das Gericht. Und das ist immer mit dem, das war schön, und dann habe ich das Essen geschmecken lassen, und dann war das immer das da mit dem Bauch. Eigentlich ist das Erste, was mich aufgeregt hat, ist, wenn ich mich runterbuckt habe vor hier. Ich habe ja, wenn du so viele Sachen sagen, dass wenn man Menschen gibt, wenn du älter wirst, jetzt nicht, bitte nicht. Das ist jetzt original, auch wieder nicht schmutzig denken. Ich habe dann das Entsetzen gekriegt. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin eigentlich relativ asexueller Mensch mittlerweile in meinem Alter. Das ist, wenn man was abgehockt hat, nicht weil man nicht will, es ist einfach so. Aber ich stelle jetzt in meinem Spiegelbild fest, dass ich merke, ist es das, dass im Alter der Penis kleiner wird. Das ist meine nein, das ist so schlimm. Du, hast du mal gefragt, aber mal eins klar zu machen. Ich war nie, absolut niemals, selbst wie ich dieses Kampfgewicht hatte, ich war ein Zuchtstier. Ich habe nie schwappig. Ich habe nie eklig schwappig. Ich war, ich sage, wenn du mich umarmt hast. Das kann ich. Ich sage, ich war nie schwappig, sondern ich war richtig, ich sage immer Alpha-Männchen. Das ist ein Silberrücken, hat meine Freundin gesagt, wenn ich an ihm umspannt habe. Und mein Bauch, ich habe nie, wenn manche den Schwappelbauch haben, das war total fest. Das war richtig, aber halt hier fest. Das ist so Schwappelding, irgendwo hatte ich nie. Aber jetzt pass auf, das ist für mich einfach eine Feststellung. Ich habe festgestellt, dass also hier das Gefühl hatte, dass mein Penis total klein wird. Nein, jetzt ganz nicht in der Praxis, darum geht es gerade rein, wenn ich vom Spiegel stehe. Ja. Ich habe den nur im Spiegel gesehen. Das hat sich dann so schön aufgelöst. Ich habe mich selber genarrt. Wieso habe ich mich nicht genarrt? Weil das Problem ist immer der Vergleich. Sagen wir mal, das ist mein Penis. Okay? Dann ist das große Problem, wenn du das Ding mit dem Hintergrund siehst, ich muss was Kleineres sagen. Wenn du das Ding mit dem Hintergrund siehst, das ist natürlich alles, wie wenn du das so kommst. Der ist klein, die habe ich noch. Verstehst du? Das ist natürlich anders wie das. Weil das ist, das hast du gekriegt. Jetzt habe ich meine Karikatur gesehen. Ne? Die Mann, die Frau steht da vor und sagt, ich sehe was, was du nicht sehen. Das ist keine Karikatur, weil du das Wort jetzt kennst, Karikaturen. Ich muss jetzt ein Wort, ich kenne zwei hammerharte Karikaturen, die haben aus meinem Vogel raushauen. Die einmal eine geistreiche Zass, weißt du, jetzt müsst ihr mit dem, ich will jetzt da nicht zeichnen. Es ist schlichtweg und einfach ganz einfache Karikatur, Schriftzeichnung in Schwarz-Weiß. Das heißt, du siehst in der Zimmer, das Zimmer, ich erkläre jetzt das, was du siehst. Das Zimmer ist eigentlich gar kein Zimmer, das sind nur praktisch die Perspektive, denkt euch so länglich. Und das Einzige, was es ist ein kleiner Tisch, viereckiger Tisch mit vier Beinen, davor steht der Stuhl und dahinter Jacke drüber. Dann ist die eine Wand ist ein Fenster, das Fenster ist offen, der Vorhang wedelt und du siehst im Hintergrund vom Fenster, das muss irgendwo in einem ganz hohen Stock in New York oder was sein, weil du aus dem Fenster, der Blick sind im Hintergrund der Haufen Hochhäuser und du siehst aus dem Fenster, das Fenster ist offen, der Vorhang wedelt, aus dem Fenster, dass du irgendwann auch in einem Hochhaus bist, um dich herum Hochhäuser in einem ziemlich hohen Stock. Und auf der linken Seite an der Wand ist eine große Tafel und das ist eine riesen, ihr kennt doch diese ganz komplizierten Gleichungen von den Mathematikern, eine riesen Gleichung, pass auf, die Gleichung ist und diese ganzen Formelzeichen und die Gleichung wird immer kleiner, immer länger und ganz unten steht dann ganz groß 0, dreimal unterstrichen mit 3 Ausrufezeichen. Und jetzt schaust du dieses Bild an, Hochhausfenster, die Gleichung 0, Vorhang wedelt. Das ist nur die Jacke hängt über den Stuhl, das ist der Füße, der irgendwann, alles ist nichts. Und der wollte es nicht akzeptieren und ist aus dem Fenster gesprungen. Das war die Geistige, das muss dann auf dich weisen, das ist die Geistreiche aus der Tierwelt, Indien. Wo bist du hingekommen? Ich habe hier also drei, ich habe meine Zeichen,
Tierwelt, jetzt nochmal einen Einfall, wobei ich finde Karikaturen, die richtig tief sind, in der Tierwelt in Indien Elefanten baden. Und jetzt immer die Bilder, du siehst die Elefanten, die planschen in dem Wasserloch, ihr könnt euch das vorstellen, und einer steht außen. Und dann sagt ein Elefant in dem Wasserloch, komm doch rein und badet, warum kommst du nicht rein? Dann kommt das nächste Bild, dann sagt der Elefant außen, ich kann nicht, ich habe meine Tage. Und jetzt pass auf, und dann schwenkt das Bild um, wieder ins Wasserloch, aber von der anderen Seite, und der Elefant, die Elefantendame, die die außen reingerufen hat, drunter steht, mach's doch einfach wie ich, warum nimmst du keinen Tampon? Und du siehst den Elefant von hinten und da steckt hinten der Schaf. Steckt hinten im Elefant schon da. Kannst du das Pferd doch alle sparen? Mach's doch nicht so, nimm einfach einen Tampon. Und eine noch, auch eine Karikatur, du musst das nicht machen. Das unten demonstrieren wir, das ist mit den Schlittern. Weg mit der Todesstrafe hier, abschafft die Todesstrafe ab, das folgt der Bibel und dann sind damit die Tafeln und mit Sprechblasen und da hast du im Hintergrund auch so ein mehrstöckiges Hochhaus und oben ist einer, das sind so amerikanische Klappfenster und der steht um, ihr Gesindel, ihr könnt euch verbohren und hier und die Gerechtigkeit und der Wetter gegen die Demonstranten und das sind ganz bitterböse Sprüche und unten sieht dann das nächste Bild und ihr wettet wieder und dann im letzten Bild ist dann noch eins davor, wo er wettet und wenn es nach mir gehen müssten, heute Hinrichtungen öffentlich stattfinden und dann das letzte Bild ist das letzte. Das wird das letzte, das ist der Schreiner da oben hier von und dann müssen Hinrichtungen öffentlich stattfinden und dann das letzte Bild. Ja. Gemein böse. Ich muss ja nicht zeigen, wenn du mal drauf bist. Die Bösen, ja, wieder so. Also, die kann ich jetzt nicht erzählen, weil das zu viel Text ist. Okay. Aber da kannst du die Bilder dazu. Boah, so makab. Von jederheim, dass ich hier im Land jetzt mein alltäglicher Rhythmus, Udo-Rhythmus, ich stehe nochmal zwischen 5 und 6 auf. Zu 5, 6 in Regel jetzt in den letzten 14 Wochen, den ich den Urlaub gehabt habe, aber auch so kurz nach 6. Und dann trinke ich einen Kaffee, dann esse ich den ganzen Tag nichts. Wenn ich da bin und die kommt von der Arbeit, haben vier, halb fünf, fünf, so im Schnitt immer, fünf, halb fünf. Und dann mache ich Essen, dass das Essen fertig ist, jeden Tag, da koche ich dann. Und dann essen wir und dann legen wir uns, und das ist unser Mittagsschlaf, der ist aber dann erst immer um fünf, halb sechs, und dann schlafen wir Stunden, anderthalb Stunden, und dann stehen wir auf und dann quatschen wir so hin oder zappt rum oder was man halt so uns macht. Und wenn man sagt, dann geht sich das noch früher, das tut dermaßen gut, das ist der beste Schlaf überhaupt. Mhm. Für dich jetzt? Immer. Das ist so mein langweiliger Rhythmus. Ich habe ein total langweiliges Leben. Ich leide. Da denke ich mir nichts aus. Das ist mir klar, niemals. Ah. Ich überlege mir, wenn wir erwachsen bin. Ich weiß nicht, was zu tun. Ja, ist überhaupt noch eins im Kühlschrank? Ja, ungefähr. Alles dann. Wie heißt der? Ausgleich. Wisst ihr, warum eine Schlange Schlange heißt? Weil sie eine lange ist. Weil sie eine lange. Weil wenn sie eine kurze wäre, was sie Schlutze heißt. Schlutze. Also wenn ich dich frage, was springt von Baum zu Baum und ist süß? Dampfibaum. Dampfibaum. Nicht Dampfzahn, Dampfzahn. Sollte man das schon in der neuen Buchkreation verstehen? Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Ah. Nuschel. Glaubst du, ich wär da aufgekommen, wenn ich immer sagt, ich habe gerade einen Radiosender da, weil ich den ich hören nicht reinkriege. Da
sagen Sie mal, kommt ein Agathe Bauer-Song. Ja. Ja. Weil ich wäre drauf gekommen, was die meinen. Ich habe, glaube, wochenlang... Kennt ihr nicht die Wortversprecher? Ich war wochenlang... Agathe Bauer? Na, ja. Jetzt weiß ich's, aber... Ja. Ja. Ich die sind ganz irre. Ja. Das ist übrigens auch in der Magie, das ist auch in der Magie, dass sie selbst bei Deutschen wechseln. Dass wenn die einmal einer, wenn es unsauber gesprochen ist, einmal ihm deutlich einen Sinn einimpft, kannst du, ob du willst oder nicht, hörst du das. Ja. Wenn du es nicht weißt, dann kriegst du es nicht mit. Aber wenn du es einmal eingeimpft hast, hörst du das permanent, du kriegst es nicht mehr los. Es geht dann weiter, die Schlange, du hörst es dann auch in anderen Liedern. Weil du dann aufmerksam bist auch bei den anderen Liedern, um da was zu hören, damit du das hörst. Also das immer, ist, und das ist auch wieder, wenn das gleich klingt, hat es, sage ich immer wieder, aber das ist das gerade jetzt bei diesen Agathe Bauer-Songs, ist ja lange Zeit, was gibt es eigentlich noch, machen die das noch? Ja, ja. Aber wenn du im Internet einfach das einmal eingibst auf YouTube, sind hier tonnenweise YouTubes drin, wo hier Zusammenschnitte sind von den Besten, das ist ja auf Bayern 3 war, das ist ja lange Zeit, war das so eine tägliche Sendung. Kennst du Agathe Bauer-Songs nicht? Mhm. Dann musst du am Computer jetzt nochmal reinschauen, dann hörst du aber an. Das sind was aus den ganz normalen Lieder in Deutsch, in Englisch. Und wenn du das zuhörst, obwohl die Englisch singen, verstehst du in den deutschen Sätzen. Ja. Und die sind teilweise schräg oft. Ja. Und jetzt hast du, dass die Ausschnitte laufen lassen und dann immer den deutschen Text machen und der Song ist vorher und dann hörst du das. Das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Mhm. Nie gehört, nicht Vorstellung? Na, schauen wir da nochmal. Und die haben aber nie... Dieses Agathe Bauer-Lied gespielt. Ne? Doch, das ist ja so, ne, die können das ja nicht jedes Mal machen. Wenn die Serie ein Jahr läuft, können das ja nicht immer. Snap. Die singt eigentlich Agathe Bauer. Das ist so, wenn das so gleich klingt, dann hörst du einmal Agathe Bauer, dann hörst du das so, wie das Ding hier drin ist, bringst du nicht mehr raus. Wobei das jetzt gar nicht lustig ist, aber da ja so schräge Sachen passieren. Es ist wieder lustig. Ne? Ja, immer. Hitradio RTL Sachsen. Da habe ich das Gefühl, dass wir, also die machen praktisch das Gleiche, irgendwann halt nur zeitversetzt, wie die Bayern 3 vorher gemacht haben. Also, ja, die haben die, zwar ein bisschen mit einem anderen Namen, oder aber auch manchmal das Gleiche. Da kommt jetzt zum Beispiel immer wieder diese Episoden mit diesen kleinen Nils. Das ist nicht mehr lustig. Also habe ich gedacht, ich höre den auch und beobachte mir, aber es ist nicht mehr so lustig. War der nicht von Danny? Mit Nils ist es nicht mehr lustig, weil das ist... War das denn die erste kleine von Danny Bayern? Ja, es gibt da von Danny auch. Ist das der kleine Nils, glaube ich, ist der nicht von Danny gewesen? Aber wenn du die Stimme kennst, ist ja so, wenn es eine Orange-Stimme ist, dann wäre der gar nicht so eine spezielle Stimme wie Nils hätte, sondern es wäre nur ein anderer. Dann sollte das nicht kommen. Ja, das ist schon langweilig. Das ist ja.